Die Super-Bogenschützen-Herausforderung hat gerade angefangen. Und natürlich, Leute, möchte ich euch im heutigen Video das beste Deck für die Super-Bogenschützen-Herausforderung in Clash Royale vorstellen, damit ihr natürlich alle Season-Token hier einsammeln könnt. Das sind, denke ich mal, so ungefähr 10.000, was natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wild ist. So, wir gehen direkt zum Deck. Das ist das Deck. Poison, Hardcountert die Super-Bogenschützen natürlich sehr, sehr gut. Skelette zum Cyclen, Bomber natürlich auch sehr gut auf eurer Seite, wenn die Superbogenschützen zum Beispiel über die Brücke kommen. Friedhof ist eure Win-Condition. Sehr, sehr gut natürlich kombiniert mit dem Poison. Goldener Ritter sehr gut mit dem Dash gegen die Bogenschützen. Damit könnt ihr auch zum Beispiel in einen gegnerischen Turm chargen. Grabstein einfach ein sehr gutes defensives Gebäude. Und Barbarenfass auch als zusätzlichen Tank, beziehungsweise auch sehr gut gegen die Superbogenschützen. Das ist das Deck. Ich werde jetzt noch zwei Spiele machen. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall eins der beiden Spiele anzuschauen, um natürlich ein Gefühl zu bekommen für das Deck. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. So, wir spielen gegen Wolf 3 Pack. Und direkt zu Beginn spielen wir Grabstein. Okay, spielt ihr Feuerball. Keine Ahnung, warum ihr das macht. Okay, geht hier sehr offensiv rein. Was ich euch nicht empfehlen würde, direkt offensiv reingehen. So, ihr seht es, Superbogenschützen natürlich sehr, sehr OP in der Defensive. Und spielen wir den Goldenen Ritter, einfach zum Tanken. Und dann schauen wir mal, was er macht in der Defensive. So, Koboldfass kommt. Barbarenfass ist auf jeden Fall am Start. Wir verfehlen hier einen Kobold, ist aber relativ egal. Aktivieren wir mal, versuchen wir den Charge zu nehmen. Okay, Charge kommt leider nicht an. Aber ist gar kein Problem. So, er hat auf der rechten, linken Seite ein bisschen Schaden zugelassen. Jetzt können wir natürlich unsere Bomben, unseren Bomber spielen. Plus unsere Superbogenschützen. Feuerball von ihm war sehr, sehr interessant, aber auch sehr, sehr schlecht. So, jetzt können wir mit dem ersten Friedhof reingehen. Und dann schauen wir mal, was er macht defensiv. Okay, lass es durchlaufen. Kein Problem. Wir haben nicht zu viel Damage bekommen, aber relativ okay. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. So, Goldener Ritter ist am Start. Barbarenfass kommt. Okay, er hat uns ausgetrickst. Interessant. Ja, trotzdem relativ egal. Wir werden trotzdem das Game easy gewinnen. So, ihr seht es, am besten einfach defensiv spielen. Wenn die Bogenschützen auf eurer Seite sind, ist es einfacher zum Verteidigen. So, er spielt den Feuerball natürlich nicht schlecht. So, jetzt können wir natürlich mit dem Friedhof reingehen, mit dem Barbarenfass. Und dann schauen wir mal, was er macht. Okay, er hat hier unseren Tank zerstört. Ist aber okay, so. In der doppelten Elixierphase wird das Deck nochmal besser, so. Kriegen auf jeden Fall sehr viel Schaden. Setzen jetzt unsere Super... Ja, wir setzen Poison ein, dann ist der Turm auch down. Okay, geht hier sehr offensiv rein. Aber da... Das bringt hier relativ wenig. Ihr seht das auch. So Einheiten wie Prinz machen überhaupt gar keinen Sinn. Allgemein in der Herausforderung ist es sehr, sehr wichtig, Karten zu nehmen, die nicht so effektiv von der Superbogenschütze beeinflusst werden. Und das ist zum Beispiel der Goldene Ritter oder Grabstein ist auch natürlich sehr, sehr gut in der Defensive. Aber ihr seht es auch, der Gegner ist wirklich, keine Ahnung, er ist auch nicht wirklich gut. Wir gehen hier rein. Goldener Ritter ist da. Sein Turm sollte down gehen, vielleicht auch nicht. Relativ egal, wir haben trotzdem gewonnen. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Spiel. Oh, Jabba Pro Player. Kollege Jabba Pro. Goldener Ritter an der Brücke, interessant, okay. So, Skelette kommen. Er ist sehr aggressiv, okay. Okay, Nachtexte kommt hinterher. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt kommen wirklich komische, schwache Gegner. Ich weiß nicht, Matchmaking gönnt gerade anscheinend. Aber ich zeig's euch, wie es funktioniert. Es ist sehr, sehr easy. Einfach hier defensiv spielen. Jetzt aktivieren wir am besten die Fähigkeit. Ich würde sagen, wir gehen sogar mit dem Friedhof rein. Vielleicht dashen wir sogar noch an den Turm. Okay, er hat es gut verteidigt. Kann man so auf jeden Fall machen. Okay, Goldener Ritter ist am Turm. Und es wird auf... Ich denke, es wird sein Turm. Ihr seht es auch. Darum habe ich den Goldenen Ritter drin. Ich finde ihn einfach sehr, sehr stark in der Herausforderung. Und Gegner strobelt hier auch schon wieder rein. So, Nachtexte ist tot. Setzen hier die Skelette. Ihr seht es einfach. Das Deck synergiert auch einfach perfekt. So. Es ist einfach das... Ich finde es einfach das perfekte Deck. So. Hier Bomber kommt noch rein. Sollte eigentlich easy verteidigt sein, oder? Easy Defense. So.
Sagen wir, gehen in den nächsten Friedhof rein. Warum? Er hat relativ wenig Elixier. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Elixiervorteil. Und ihr seht, das Turm ist down. Ich sag's euch ehrlich, dieses Deck ist sehr, sehr stark. Also ich habe wirklich mit dem Deck auch... Ich habe noch kein einziges Mal verloren. Also wirklich, kann es jedem empfehlen. Also wirklich, ich glaube, das ist wirklich das beste Deck. So, ich habe es schon sehr, sehr oft betont. Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich weiß, der Gegner ist gerade schwach, aber ihr seht das Deck. Es funktioniert einfach. Gegner ist auf jeden Fall... Ich glaube, der Gegner ist gebrochen. So. Bitte ist der Free Crown. Sieht ganz danach aus. Sieht ganz danach aus, dass es der Free Crown wird. Er ist lost. Das war's mit dem Spiel. Das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Macht's gut, Leute.